Erst haben wir eine Explosion gehört. Wir haben Rauch gesehen, der sehr nah an der Sonne war, und dann haben wir Gesteinsteile auf der Straße gefunden. Der Einschlag eines Meteorits erschreckte zahlreiche Menschen in Kuba. Mit lautem Knall und blitzartigem Leuchten ging er über dem Westen des Inselstaats nieder. Große Schäden richtete der Meteorit nach Behördenangaben offenbar nicht an. Er soll beim Eintritt in die Erdatmosphäre in mehrere Teile zerbrochen sein. Dem Geophysischen Institut zufolge handelt es sich bei dem unerwarteten Besucher aus dem All um einen Steinbrocken aus Eisen, Nickel und Magnesiumbeimischung.